Herzlich willkommen an diesem regnerischen 15. August 2015. Ich stehe diesmal hier tatsächlich auf der fertigen Geschossdecke. Die wurde am Donnerstag, war das glaube ich, noch eben fertig gegossen. Ist dann jetzt seit den letzten Tagen, in den letzten ein, zwei Tagen eben am Trocknen. Aber man kann sich hier jetzt eben schon aufhalten. Hier sind auch schon wieder alle vorbereitenden Maßnahmen entfernt worden, beziehungsweise halt hier wurde schon wieder nachgearbeitet. Die Schalung wurde entfernt im Randbereich. Die Schalungen bzw. halt die Styropor-Einsätze für die einzelnen Deckendurchbrüche wurden entfernt und einige andere Arbeiten mehr. Und man kann sich jetzt hier tatsächlich ganz gut und gemütlich aufhalten. Man hat hier auch einen super Blick auf die Nachbarschaft. Also man kann hier quasi einmal so einen Panoramablick genießen. Das ist auch tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten für den Panoramablick jetzt in der Form. Denn im Laufe der nächsten Woche oder vielleicht Anfang übernächste Woche kommt ja hier der Dachstuhl drauf und dann gibt es hier, ohne jetzt aufs Dach zu klettern, diese Möglichkeit nicht mehr. Soweit hat eben alles gut geklappt. Es regnet noch heute eben und auch in den letzten ein, zwei Tagen hat es ziemlich stark oder immer mal wieder geregnet, zum Teil auch sehr stark. Und dementsprechend befindet sich auch im Rohbau immer mal wieder ein bisschen Wasser. Das ist einfach dem geschuldet, dass es, wie gesagt, hier viele Löcher, viele Durchbrüche gibt. Und auch zu den Seiten, zu den Fenstern, überall dringt natürlich Wasser ein. Aber im Keller zum Beispiel kann man durchaus arbeiten. Da stehen schon einige Ecken, je nachdem, wo man ist, halt so ein bisschen unter Wasser, beziehungsweise sind feucht, das sieht man dann, aber grundsätzlich kann man hier sich schon ganz gut aufhalten und eben arbeiten. Das gesamte Haus ist ja nach wie vor hier noch mit so einem Gerüst eingekleidet, einfach als Absturzsicherung, damit man sich hier oben eben aufhalten kann, sicherheitstechnisch gesehen. Und da kommt dann eben noch der Dachstuhl und während dieser Bauphase wird das Gerüst eben noch stehen bleiben. Nachher kommt es weg und später kommt wohl wieder ein neues für die letztendlichen Arbeiten an der Außenfassade für die Putzarbeiten, wobei das noch ein Stückchen dauern wird und insofern kommt das Gerüst, dann wird das nochmal abgebaut und nachher eben ein neues wieder aufgebaut. Ansonsten kann man jetzt hier auch schön die Durchbrüche eben sehen, die wir hier in die Geschossdecke geschnitten hatten. Das sind in der Zahl 6 Stück und einen weiteren Durchbruch, der schon so vorbereitet worden war für die spätere Einschubtreppe, also dort, wo sich jetzt die Leiter befindet, kommt man halt über das Obergeschoss hier in das Dachgeschoss bzw. auch wieder herunter und später wird hier dann eine Einschubtreppe installiert werden, um halt den Dachstuhl betreten zu können. Und die Durchbrüche, die sind relativ groß gewählt, ganz bewusst einfach, um hier Möglichkeiten zu haben, die als Revisionsöffnungen nutzen zu können, um irgendwie in der abgehängten Decke so ein bisschen von oben heranzukommen. Die sind 40 x 40 cm in etwa groß und man kann das sehen, die verlaufen eben einmal in dieser Linie bzw. einmal in dieser Linie. Die Idee ist, dass man halt hier von oben, wie gesagt, das wird dann sicherlich verschlossen werden, zwecks Wärmedämmung und Wärmeisolierung, aber grundsätzlich werde ich das so gestalten, dass ich von hier aus dann eben auch so ein bisschen in die abgehängte Decke greifen kann, um da irgendwie Netzteile oder Kabel oder sonst was richten und zu können oder halt irgendwie Zugang dazu zu haben. Ja, und das Schneiden dieser Deckendurchbrüche, das war auch tatsächlich so ein mittelgroßer Fehler. Also nicht das Schneiden selbst, das ging schnell von der Hand. Wir hatten hier auch wieder große Maschinerie am Start und teilweise hat das Anzeichnen und Vermessen irgendwie länger gedauert gefühlt als das Schneiden. Ich glaube, das hat jetzt dann insgesamt so 1,5 Stunden oder so gedauert. Ich war dann noch ein bisschen damit beschäftigt, das mit Styrodur eben auszufüllen und das passgenau zu machen. Auch das hat, glaube ich, am Ende länger gedauert als die Schneidearbeiten am Beton selbst. Das ging ohne Probleme. Was uns aber dann eben erst im Nachgang aufgefallen ist, und da hat mich der Baumeister darauf aufmerksam gemacht, ist, dass diese Löcher gar nicht so unkritisch sind im mittleren Bereich, also jetzt nicht aus statischen Gründen, sondern in erster Linie, weil der Dachstuhl ja abgestützt werden muss. Also wir haben hier so ein Walmdach, Zeltdach nennt sich das, glaube ich, also so eine Art pyramidenförmig. Von allen vier Seiten gehen eben schräg die Dachseiten nach oben. Die liegen dann zum einen eben auf den Kanten hier so auf, in der Mitte aber gehen natürlich Auflagestützen nach oben. Vier an der Zahl, die sind auch im Plan angedeutet, allerdings nicht bemaßt, also da sind so einfach so Pünktchen im Plan des Obergeschosses. Und es hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich in dem Bereich irgendwie liegt, wo ich jetzt meine Durchbrüche gemacht habe. Und das war tatsächlich mein Fehler. Das hatte ich überhaupt nicht bedacht, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und ich habe aber jetzt nochmal Glück im Unglück. Und zwar sind die 5 der 6 total unkritisch. Die sind absolut weit genug weg. Bei diesem hier, beim 6. oder beziehungsweise beim 4. bei der 4. Auflagestütze ist es tatsächlich, kommt sich das gefährlich nahe. Also das ist jetzt Glück im Unglück nochmal so ausgegangen, dass die Auflagestütze nach aktueller Bemaßung eben irgendwo hier liegen sollte. Also ein paar Zentimeter
hier vom Rohfußboden weg. Aber ich habe das jetzt eben nochmal genau hier vermessen, dem Zeichner, dem Bauträger eben nochmal mitgeteilt. Der wiederum hat mit dem Zimmerer gesprochen und die werden jetzt die Auflagestützen einfach auch nochmal ein paar Zentimeter versetzen. Innerhalb der Diagonalen ist das wohl kein Problem. Und dann werden die einfach ein bisschen nach innen versetzt, um hier ein bisschen aus dem Gefahrenbereich und dem Toleranzbereich herauszukommen, weil wenn die jetzt irgendwie, wenn das jetzt ein paar Zentimeter hin oder her ungenau wird, dann wäre man tatsächlich hier irgendwie im Durchbruch und da dürfte ein Balken, ich glaube 12 mal 12 cm sind die stark, schlecht halten, wenn da ein Loch drunter ist. Deswegen, ja, Glück im Unglück, aber definitiv werde ich das beim nächsten Haus beachten. Neben der Geschossdecke wurde ja auch im Obergeschoss fleißig weitergearbeitet in den letzten Tagen hier am Bau. Die Mauerarbeiten sind jetzt auch tatsächlich abgeschlossen und die wesentlichen Veränderungen zeige ich euch jetzt noch kurz. Da hatte ich ja beim letzten Mal ein bisschen angeteasert, aber hatte das eben nicht gezeigt, da war alles versperrt und das hole ich jetzt dann nach. Bis gleich. Ich befinde mich jetzt hier im Flur, das ist eben der Durchbruch bzw. die Leiter halt zum Obergeschoss. Hier zur linken Seite gibt es das Treppenhaus, das ist aktuell noch verdeckt eben und da kann man jetzt hier das Obergeschoss nicht betreten, das muss man aktuell übers Gerüst machen. Da wird man nachher sicherlich eine Leiter irgendwie oder so eine provisorische Treppe hinstellen können, aktuell geht das halt nicht. Was ich nämlich hier getan hat, ist zum einen dieses Treppenauge, das hier komplett hochgemauert worden ist. Das ging ja beim letzten Mal nur bis zum Kellergeschoss, beziehungsweise halt bis zum Rohfußboden des Erdgeschosses. Mittlerweile ist das eben bis hier hochgemauert worden und auch seitlich weggehend. Davon gibt es dann hier diese kleine Mauer, die dann so den Weg in diesem Fall in das Badezimmer leitet, was auch hier noch zwischenzeitlich erledigt worden ist. Und das kann man hier noch erahnen, ist das hier nochmal anbetoniert werden musste. Und zwar hat man irgendwie vergessen, falsch geplant, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, dass beim Bestellen der Fertigelemente, haben hier einige Zentimeter der Bodenplatte der Filigrandecke gefehlt. Also genau das Stück, auf dem die Mauer irgendwie steht oder sowas. Das hat man tatsächlich nochmal anbetonieren müssen. Das hat man hier vor Ort gemacht, das Ganze eingeschaltet. Und das wird jetzt eben, die seitliche Schalung wurde schon wieder entfernt. Aber von unten wird das jetzt eben hier noch durch diese Baustützen eben abgestützt. Über diese Konstruktion da unten im Treppenhaus. Ansonsten, das kann man hier jetzt ganz gut sehen, gibt es halt im Treppenhaus zwei Fenster, also eins auf Höhe des Erdgeschosses und ein weiteres hier auf Höhe des Obergeschosses. Die sind ziemlich hoch und da soll eben schön Licht reinkommen und das Treppenhaus hier mit Licht durchfluten. Und dann steht man halt hier im Flur, aktuell noch durch Baustützen der Weg ein bisschen versperrt. Da geht es dann links und rechts in die einzelnen Zimmer weg. Hier gibt es einen Durchbruch in der Wand, da kommt ein Heizkreisverteiler für diese Etage hin und dann geht es halt hier nach links bzw. rechts in die Zimmer weg. Wie gesagt, hier stehen überall noch Baustützen, zum Teil noch mit Holz gestützt, einfach weil die Betonierarbeiten erst 2 Tage her sind. Die Baustützen müssen wohl, je nachdem, wen man so fragt, ein paar Wochen, 1, 2, 3, 4 Wochen stehen bleiben. Später entfernt man wohl einen Großteil der Stützen und stellt sie halt nur noch an strategisch sinnvollen Stellen hin. Man entfernt auch das Holz, damit man das irgendwie wieder auf anderen Baustellen verwenden kann und so weiter. Aber ein bisschen abstützen muss man das eben noch. Hier jetzt in den Zimmern selbst hat sich gegenüber den letzten Malen eben nichts mehr getan. Da lag ja die Beton, die Filigrandecke schon auf. Was es halt auch noch gibt, sind jetzt die Durchbrüche hier, die wir in jedes Zimmer geschnitten haben. Auch die sind jetzt nochmal abgestützt, weil wir hatten da eben unter anderem Styropor bzw. auch Glaswolle hineingelegt zum Abdichten bzw. halt zum Formen dieses Schachts. Und dementsprechend haben wir von unten jeden diesen Schächte mit Baustützen abgestützt. Und einen solchen Durchbruch gibt es halt hier jetzt irgendwie in jedem Zimmer, wie man sehen kann. Auch hier dann im Bad. Auch hier wurde die Mauer, ich weiß gar nicht, beim letzten Mal war, glaube ich, die noch nicht ganz fertig. Da gibt es eben auch, das trennt nochmal so ein bisschen den Duschbereich vom Rest des Bads, beziehungsweise hier diese kleine Schamwand war, glaube ich, auch noch nicht ganz fertig. Ansonsten wäre das halt jetzt so das Badezimmer, das zukünftige. Und dann geht es ja hier nach rechts weg, nochmal ins Schlafzimmer mit dem sehr breiten Elektronikschacht, der auch bis zum Dachboden durchgeht, um einen weiteren Durchbruch für die Elektrik und die von oben hier in die abgehängte Decke wieder führen zu können, um da von oben eine Revisionsöffnung zu haben, einfach um da hinzukommen. Und hier innerhalb des Schlafzimmers gibt es nochmal so eine etwas kleinere Ankleide, um halt den ganzen, um die Klamotten von mir und meiner Frau irgendwie zu verräumen. Auch hier nochmal ein Durchbruch, um auch hier irgendwie in der Decke die Möglichkeit zu haben, diverse Installationen oder Kabel eben einzuführen, um halt
Lichteffekte, Bewegungsmelder, was auch immer da anzubringen. So, hier jetzt so ein paar Eindrücke aus dem späteren Erdgeschoss. Da wurden seit dem letzten Mal, da glaube ich, waren ja noch wesentlich mehr Baustützen hier eben verbaut oder eingespannt. Das wurde ein bisschen reduziert, ein paar sind noch da, einfach um die Last zu tragen, bis der Beton wirklich auch innen vollständig ausgehärtet ist. Aber hier kann man sich jetzt schon deutlich besser und angenehmer eben bewegen, als es vor ein paar Tagen noch der Fall war. Das würde ich auch wirklich schön rausgekehrt. Alles ist hier picobello sauber. Und ja, die Bauarbeiter haben hier echt einen super Job gemacht eben. Und da kann man nur zufrieden sein. Was sich aber hier gegenüber dem letzten Mal hauptsächlich verändert hat, ist eine zusätzliche Mauer, die eben erstellt worden ist, beziehungsweise die finalisiert worden ist. Und zwar ist das so, dient mit als Geländer für die spätere Treppe. Hier wird ja das Treppenhaus, hier ist das Treppenhaus und hier wird eben die spätere Treppe auch eingesetzt werden. Und das ist eben so eine Wand, die mit als Geländer dient, die von oben dann eben nach unten herabfällt in einer schrägen, in einem Winkel. Da kommt dann, wir wollen dann noch ein Holz oben drauf setzen. Aber grundsätzlich ist jetzt die Mauer selbst eben fertig und abgeschlossen. Ansonsten hatte ich hier in den letzten Tagen auch tatsächlich angefangen, erste Kabel einzuziehen, einfach nur um zu sehen, wie gut oder schwer das eben geht durch die Leerrohre. Hier werden ja eine Reihe von estrichbündigen Bodenkanälen noch verlegt werden. Das heißt, so richtig abschließen oder überhaupt sinnvoll weitermachen kann ich mit der Installation an der Stelle gar nicht. Aber ich habe eben angefangen, zum untermäßig befindlichen Rollokasten Kabel einzuziehen. Man kann das hier sehen, da gibt es eben Leerrohre. Um die ging es ja auch in vorangegangenen Videos. Die sind hier eben im Beton vergossen und gehen dann in dem Fall bis nach hier unten zu dem Rollokasten eben, der sich hier unter mir befindet. Und all das wird von hier eben nach unten gezogen. Hier in den Kanälen wird das dann irgendwie verteilt werden. Und ja, das war überraschend schwierig hier. Also zwei der drei Rollos im Keller, das war überhaupt kein Problem. Das sind bloß wenige Meter geradeaus. Aber in dem Fall geht das ja hier einmal um die Ecke, da irgendwie herum, dann nochmal runter und auch da wieder um die Ecke. Und das war überraschend schwer. Also ich habe das am Anfang mit brachialer Gewalt durchbekommen, dann war das Kabel irgendwie, hatte ich den Mantel in der Hand, aber nicht die Innereien des Kabels bzw. Leitung. Und dann hatte ich das nochmal komplett rausgezogen, mir Kabelfett zugelegt und das mit Kabelfett nochmal probiert. Und da ging es dann deutlich angenehmer und überhaupt fast ohne Probleme. Und ja, aber ohne Kabelfett oder ohne irgendwas Schmierendes war das echt ein Kampf und sicherlich auch nicht gut für das Kabel. Insofern kann ich nur empfehlen, das in schwierigeren Fällen dann durchaus auch mit Chemie bzw. halt mit irgendetwas zu probieren, das dann eben die Reibung reduziert. Genau, das waren jetzt also so die letzten Schritte hier beim Rohbau bzw. bei den reinen Mauerarbeiten. Die Mauerarbeiten sind jetzt auch tatsächlich abgeschlossen. Das Unternehmen, ist jetzt hier, wie gesagt, hat schon schön sauber gemacht, hat auch größtenteils seine Utensilien, seine Werkzeuge hier schon wieder verräumt und mitgenommen. Was jetzt noch da steht, ist der Kran. Aber auch der soll Anfang nächster Woche eben demontiert und wieder abgebaut werden. Beziehungsweise kommt halt weg auf die nächste Baustelle sicherlich. Und in unserem Fall hier fehlt jetzt nur noch das Dach, um jetzt hier wirklich einen Rohbau irgendwie in einem Zustand zu haben, wo kein Wasser mehr eindringt. Der wird eben in den nächsten 1,5 bis 2 Wochen irgendwie angeliefert und installiert werden. Hoffentlich auch die Fenster sind schon bestellt. Die sollen sogar nächste Woche schon angeliefert werden. Dann habe ich ein bisschen Zeit, um dort die Fensterkontakte zu verbauen. Das mache ich bauseits nämlich selbst. Und dann sollen die, glaube ich, in 3 Wochen installiert werden. Das heißt, hier ist eine Menge zu tun. Gerade so kleine, fummelige Detailarbeiten. Auch im Keller bin ich nach wie vor fleißig am Schlitze stemmen und am Dosenbohren für die Unterputzdosen und für die Elektroinstallation. Auch da bin ich euch noch Videos und Bilder schuldig, aber das ist einfach in den letzten Tagen, hatte ich da irgendwie mal Hilfe dabei. Das hat sich nicht so richtig angeboten, da Videos zu machen. Das werde ich euch, wie gesagt, dann in einer ruhigen Minute mal irgendwie halbwegs strukturiert vorstellen. So in der Form macht das einfach keinen Sinn, weil da, wie aktuell, das jetzt eben noch keinen Zustand ist, den man sehen kann oder präsentieren möchte. Dementsprechend sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, in einigen Tagen wieder sicherlich, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, bis bald, ciao.